Heute komme ich mit einer Mahnung der geistigen Welt zu euch. Wir werden eine Botschaft erhalten, die anders ist als sonst. Eine Botschaft, die uns auffordert, aktiv zu werden. Und es ist ganz wichtig, dass du heute hier bist und auch, dass du dieses Video bis zum Schluss anhörst. Denn diese Worte, die hier gesprochen werden, wurden so noch nie gesagt. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Autorin. Und hier ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Wenn du dich dafür interessierst, dann darfst du gerne auf den Link unter dem Video klicken und mal nachlesen. Heute geht es um diese Mahnung der geistigen Welt. Und sie ist wirklich ernst gemeint. Es geht in erster Linie darum, dass im Vergleich zu der C-Zeit, da hatten wir damals, wir nicht, aber viele hatten Todesangst. Und das ist über diese Todesangst, die ist über die ganze Welt gewandert. Und jetzt haben wir einen ähnlichen Fall. Wir haben diese vielen negativen Worte, die über die Welt wandern. Alles, was mit dem K zu tun hat, diese Worte wandern über die Welt. Jeder hat sie, jeder liest sie, überall erscheinen sie in den Überschriften. Und das ist etwas, wo wir ein Gegengewicht dazu erschaffen sollen. Ihr wisst ja, jedes Wort trägt eine Energie. Und jedes negative Wort hat natürlich eine negative Energie. Und die geistige Welt beobachtet ja immer, was hier geschieht auf Erden. Und sie sieht, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr so ist, wie es mal war. Sie sieht also, dass wir hier zu viele negative Worte haben, die sich wie ein Flächenbrand von Hass und Schmerz über die Erde ausbreiten. Das gewinnt richtig mehr an Fahrt und unschuldige Menschen leiden darunter. Die geistige Welt sagt, jetzt ist es an der Zeit, dem entgegenzutreten, entschlossen entgegenzutreten, inmitten von Licht und Liebe. Und Licht und Liebe sind die harmonisierenden Töne, die ausgleichenden Töne, die jetzt wichtiger denn je sind. Und so werden wir jetzt zusammen diese Botschaft hören, die uns gleichzeitig Kraft gibt, voranzuschreiten und auch auffordert, tatsächlich diese Dinge zu transformieren, die nicht richtig sind. Und es ist wichtig, dass wir dies ganz bewusst tun und so oft wie möglich tun. Denn nur dann können wir das Gleichgewicht wiederherstellen oder das, was gerade geschieht, stoppen. Jeder Gedanke, jedes Wort hat eine Energie. Und wenn wir uns zusammen verstärkt vereinen, können wir eine ganz große Kraft aufbauen, die dem entgegenwirkt und diesem Leid, was auf der Erde gerade so große Formen annimmt, damit können wir das stoppen. Und so freue ich mich jetzt auf die Botschaft, die ich euch gleich übertragen werde. Ich werde die Luminea-Engel channeln. Sie sind ja zu uns gekommen, als wir begannen, die Matrix zu öffnen. Und aus diesem Grunde sind die Luminea-Engel genau richtig jetzt für diese Botschaft. Ich wünsche euch allen ganz viel Freude. Lasst euch von den Energien tragen und arbeitet in diesem Channeling aktiv mit. Wir werden nach dem Channeling die Musik weiterlaufen lassen, sodass ihr noch weiter wirken könnt. Aus diesem Grunde verabschiede ich mich auch jetzt gleich von euch. Und ich bitte euch aber, seid ernsthaft dabei, wiederholt diese Botschaft so oft ihr könnt. Und wer noch mehr von den Luminea-Engeln lernen möchte, der darf auch gerne im November nach Marburg kommen, denn dort haben wir ja das Heiler-Seminar zusammen, dort bin ich persönlich und wir werden 2 Tage zusammen Heiltechniken üben, um eben auch noch die Erde zu heilen, um uns selbst zu heilen und auch gegen Schmerzen zu wirken. Wenn du dich dafür interessierst, schau auch nochmal unter dem Video, da ist ein Link, wo du draufklicken kannst. Und jetzt freue ich mich auf die Botschaft und ich wünsche euch allen ganz viel Freude dabei. Smarana.
geliebte Herzensmenschen, allerliebste Menschen der Erde, ihr lichtvollen Seelen, voller Freude sprechen wir heute zu euch. Wir, die Luminea-Engel, ziehen ein in dein Zuhause, wenn du uns die Türen öffnest. Wir sprechen zu jedem Einzelnen und ganz besonders zu dir. Wir möchten wirklich dich ermahnen, die Menschheit ermahnen, erwachet. Erwachet und tretet aus dieser negativen Energie, die versucht, sich immer mehr zu verfestigen in eurem Zuhause. Überall da, wo ihr seid, versucht die Gegenseite, negative Energien zu installieren über negative Worte. Diese negative Energie breitet sich über die Erde aus und es ist an euch, dem aktiv entgegenzuwirken. Natürlich sind wir die Engel dabei und unterstützen das Ganze. Das tun wir ja schon immer. Aber jetzt ist es an der Zeit für euch, aktiv zu werden. Jeder Einzelne und jeden Einzelnen möchten wir jetzt auffordern, aktiv gegen diese negativen Energien zu wirken. Es reicht, wenn ihr jeden Tag ein paar Minuten, so wie es für euch günstig ist, positive Energie auf die Erde sendet. Es reicht oder es ist schon ein großer Schritt, wenn ihr das Negative in Liebe und Licht einhüllt. Denn dann wird es an Kraft verlieren und sich langsam in Licht umwandeln. Was wir heute tun, geliebte Menschen, ist so wichtig für das Gleichgewicht der Erde und für den Eintritt in die fünfte Dimension. Dieser Eintritt kann nur geschehen, wenn die positive Energie und die Liebe und das Licht sich über die Erde legt. Und darauf solltet ihr tagtäglich euren Fokus legen. Meidet jede Überschrift, die mit negativen Energien zu tun hat. Meidet negative Berichterstattungen. Bleibt in eurem Vertrauen, in eurer Herzensenergie, denn dort habt ihr Frieden, Liebe und Licht. Das solltet ihr ganz, ganz oft tun. Am besten wäre es, wenn ihr den ganzen Tag in eurem Herzen verweilt. Und so werden wir nun zusammen eine Übung machen. Und in dieser Übung werden wir euch zeigen, wie wir das Negative auf der Erde transformieren können, wie ihr die Gegenseite stoppen könnt, denn so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und so bitten wir dich, nimm jetzt 3 tiefe Atemzüge. Und komme in die höhere Energie der Liebe hinein. Komme in den Zustand, welcher dich in die fünfte Dimension hineintragen wird. In den Zustand, wo du die größte Kraft hast. Und jetzt lege deine Hände auf dein Herz. Und spüre deine Herzensenergie. Und so senden wir dir jetzt das weiße Licht, das weiß-goldene Licht und das transformierende Licht. Und nun lege den Fokus noch einmal auf dein Herz und aktiviere deinen Herzensstrahl, den du ganz allein dir vorstellst, wie er aus dem Herzen erstrahlt, ein Strahl hellen Lichtes. Und auf diesen Lichtstrahl setzt
du diese Energien, die wir dir gerade gesendet haben, das weiße Licht, das weiß-goldene Licht und das violette Licht der Transformation. Diese drei Lichter befinden sich nun an der Spitze deines Herzensstrahls. Und nun lässt du diesen Herzensstrahl kreisen um die Erde und überall dorthin, wo du fühlst, dass viel negative Energie ist und wo Menschen leiden. Sende diesen Strahl nun dorthin, wo es wichtig ist, und wir geben dir ein wenig Zeit, damit du auch wirken kannst. Und wir bitten dich auch jetzt beim Wirken, folgende Worte zu denken. Liebe, Licht, Heilung haben die größte Kraft. Liebe, Licht, Heilung schützen die Erde. Liebe, Licht, Heilung helfen unserer Erde und allen Menschen, in die fünfte Dimension hineinzukommen. Und nun lass deinen Herzensstrahl wirken, überall dort, wo es sich für dich richtig anfühlt. Und wenn du nun ein Leuchten verspürst, wenn du wahrnimmst, dass Veränderungen stattfinden, dann war dein Wirken schon erfolgreich. Und so kannst du deinen Herzensstrahl wieder zurück in dein Herz hineinziehen, sodass er, wenn du ihn wieder brauchst, sofort zur Verfügung steht. Wir danken dir dafür, dass du heute hier warst, und du wirst sehen, dieses Wirken ist wichtig für die Harmonie auf der Erde und im Universum, denn alles hängt zusammen. Auch deine Harmonie wird dadurch gestärkt, deine Chakren werden dadurch in Harmonie gebracht, deine Zellen, deine Meridiane. Alles wird dadurch in die Harmonie gebracht. Und wenn du bemerkst in Zukunft, dass etwas nicht in der Harmonie ist, dass etwas zu negativ ist, dann lass deinen Herzensstrahl leuchten mit unseren drei Energien und bringe Heilung auf die Erde oder zu den Menschen. Du hast wundervoll gewirkt. Und wir bedanken uns, dass du hier warst und wir gemeinsam Transformationsarbeit leisten durften. So verabschieden wir uns jetzt von dir, voller Liebe und voller Licht. Und du kannst gerne, währenddessen die Töne der Wirklichkeit weiter erklingen, noch ein wenig wirken. Du kannst auch dein Zuhause mit deinem Herzensstrahl reinigen und aufbauen. Und so sei der Segen des Lichtes bei euch, währenddessen wir uns jetzt zurückziehen und dennoch energetisch bei euch sind.